Wie könnt ihr euren Besuch im Disneyland Paris effizient gestalten? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zu einem wieder Tipps und Tricks-Videos zum Disneyland Paris, und zwar wie ihr eure Tage, euren Tag im Disneyland Paris effizient gestalten könnt. Wir schauen uns beide Parks an, ich habe verschiedene Kategorien unterteilt und ich würde sagen, wir starten direkt. Und bevor wir starten, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr neu hier auf meinem Kanal seid und vielleicht ihn noch gar nicht abonniert habt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Klickt unten auf Abonnieren, drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch keins der zukünftigen Videos, denn hier Tipps und Tricks Videos gibt es ja schon einige, aber ich plane ja auch immer wieder neue Tipps und Tricks Videos, aber auch Vlogs aus dem Disneyland Paris und aus den anderen Freizeitparks und auch ganz bald aus Disneyland Anaheim. Ja, genug Eigenwerbung, also würde mich freuen über ein Abo von euch. Wir starten mit der ersten Kategorie, ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht. Vorbereitungen vor dem Besuch. Ja, als ersten Tipp, um den Aufenthalt effizient zu gestalten, kauft Tickets im Voraus oder, ja, wenn ihr übernachtet, bucht natürlich im Voraus. Also, wenn ihr dort übernachten möchtet, ist es klar, dass ihr im Voraus bucht. Aber wenn ihr sagt, wir fahren gerade mal irgendwie an Disneyland Paris vorbei oder ihr macht vielleicht einen Wochenendtrip nach Paris in die Stadt und sagt, ihr möchtet das Disneyland Paris auch besuchen, dann bucht eure Tickets auf jeden Fall im Voraus. Tickets gibt es zum Beispiel auf der Disneyland Paris Webseite, aber auch bei Attraction Tickets. Schaut da mal vorbei. Es gibt verschiedene Tickets. Es gibt ein Tag, ein Park. Es gibt aber auch ein Tag, zwei Parks. Das ist im Prinzip ein Hopper-Ticket. Dann könnt ihr zwischen den zwei Parks, die relativ nah beieinander sind, Park hoppen. Der Fußweg ist so 5 bis 7 Minuten. Ich habe es auch in meinem letzten Moni-Zeig mal gezeigt, wie weit der Weg zwischen den Parks ist. Genau, also auf jeden Fall vorher die Tickets buchen und es ist tatsächlich auch günstiger. Dann, bevor ihr euch aufmacht ins Disneyland Paris, überprüft die Öffnungszeiten und den Kalender. Dafür rate ich euch auf jeden Fall, die App runterzuladen, die Disneyland Paris App. Dort findet ihr nämlich die Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten sind ganz wichtig. Meistens macht der Park morgens immer um dieselbe Zeit auf. Wenn ihr kein Hotelgast seid, dürft ihr nicht die Extra Magic Hours nutzen, die im Prinzip eine Stunde vor der Eröffnung beginnen. Also wenn in der App 9.30 Uhr steht, dann dürfen alle Besucher um 9.30 Uhr in den Park und ab 8.30 Uhr dürfen dann Hotelgäste zum Beispiel in den Park. Und es lohnt sich tatsächlich, früh dran zu sein. Dann schaut auch, wie lange der Park geöffnet hat. Viele sind natürlich vielleicht die Öffnungszeiten in deutschen Freizeitparks gewöhnt, die so um 18 und 19 Uhr schließen. Im Sommer hat der Park tatsächlich bis 23 Uhr geöffnet. Und auch dann kommt erst das große Feuerwerk am Ende. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch, den Tag komplett auszunutzen, wenn ihr vor allem nur einen Tag dort seid. Bleibt auf jeden Fall bis zum Feuerwerk, es lohnt sich. Das Feuerwerk findet auch jeden Tag statt, das werde ich auch sehr oft gefragt. Ansonsten schaut mal vielleicht vorbei oder in meinen News-Videos, ob es verschiedene Veranstaltungen gibt an dem Tag, wo ihr da seid. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nächstes Jahr da bin, am 14. Juli ist Bastille Day. Das ist der Nationalfeiertag in Frankreich und das ist einer der vollsten Tage des Jahres. Ich fahre bewusst dorthin, weil ich mir dieses Feuerwerk abends anschauen möchte. Aber viele wissen darüber nicht Bescheid und sind dann total perplex, warum es so voll ist in dem Park. Also macht euch da auf jeden Fall vorher bekannt, ob irgendwelche Events sind, vielleicht die Halloween-Season, die Christmas-Season. Also schaut auf jeden Fall auch auf der Webseite bei Disneyland Paris vorbei, dort werden auch so Seasons angekündigt. Und ich habe das schon gesagt, kurz erwähnt, ladet euch vorher die App herunter. Nicht nur für die Öffnungszeiten, nein, ihr könnt dort auch die Wartezeiten sehen, wenn ihr vor Ort seid. Ihr könnt sehen, wo was sich befindet. Es gibt auch eine Location, wo ihr seid und auch so einen Wegfinder, wenn ihr den Weg nicht findet zu irgendwelchen Restaurants, Attraktionen, Shows. Dort findet ihr die Showzeiten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die App runterzuladen. Und ich glaube, man kann auch mittlerweile auch die Tickets, so Tagestickets mit der App koppeln. Und auf jeden Fall die App herunterladen.
Um euren Tag so effizient wie möglich zu gestalten im Disneyland Paris, ja, müsst ihr natürlich früh ankommen. Ich habe es ja schon erwähnt, als Hotelgast darf man die Extra Magic Time nutzen, also wenn ihr im Disney Hotel seid. Und die fängt leider etwas früh an, um 8.30 Uhr. Aber da macht der Park auf. Macht euch früher auf den Weg. Ihr müsst noch durch Security, ihr müsst durch, entweder mit dem Shuttle fahren oder durchs Disney Village laufen. Also ich rate euch so kurz vor 8 vielleicht, kommt drauf an, wo ihr natürlich im Hotel seid. Wenn ihr im Disneyland Hotel seid, müsst ihr nicht so früh los, weil ihr müsst auch nicht mehr durch Security im Disneyland Hotel. Ihr seid dann direkt fast im Park, da könnt ihr vielleicht 7:45 oder so mal los, weil die Schlangen natürlich auch für den Eintritt dann etwas länger werden. Wenn ihr in einem anderen Disney Hotel seid, dann lauft vielleicht kurz vor 8 los und dann müsst ihr durch Security und durch Disney Village oder mit dem Shuttle fahren und durch Security. Und dann seid ihr direkt, wenn der Park aufmacht, im Park und nutzt die Zeit. Wirklich, ich sag's immer wieder, es ist unglaublich, wie viel ihr in der einen Stunde schaffen könnt. Wenn ihr Charaktere treffen wollt, macht das. Es gibt direkt Charaktere am Anfang, neben dem Storybook Store und aktuell leider nicht wegen der Baustelle. Normalerweise auch, wenn ihr durch die Liberty Arcade läuft, dann auf der anderen Seite steht meistens auch noch ein Charakter. Aktuell ist da aber Baustelle, weil der Pavillon gebaut wird bei Casey's Corner. Normalerweise aber steht da auch jemand. Also wenn ihr das Video vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr schaut, dann müsste da eigentlich wieder ein Charakter stehen. Oder ihr seid auf Attraktionen aus. Es lohnt sich wirklich, diese Stunde mitzunehmen, vor allem für die Attraktionen im Fantasyland, die auch eher für die kleineren Kinder gedacht sind. Also nicht nur, aber da können auch die kleineren Kinder mitfahren. Ist ja nicht so, dass wir als Erwachsene das nicht mitfahren können. Aber auch wie Peter Pan's Flight ist immer sehr beliebt und im Laufe des Tages sind da sehr hohe Wartezeiten. Also nehmt Peter Pan's Flight mit morgens. Ihr könnt Karussell fahren, ihr könnt Dumbo fliegen, ihr könnt Big Thunder Mountain fahren im Frontierland und auch im Discoveryland haben schon einige Attraktionen geöffnet, meine Buzz Lightyear und auch manchmal der Hyperspace Mountain. Aber das variiert immer von Tag zu Tag, welche Attraktionen in der Extra Magic Hour geöffnet sind. Aber wirklich in der Stunde könnt ihr richtig viel schaffen und dann könnt ihr vielleicht danach gemütlich frühstücken, euch ein Päuschen machen, wenn die ganzen anderen Menschenmassen reinkommen. Seid ihr kein Hotelgast, lohnt sich trotzdem früh anzukommen, weil viele kommen dann doch etwas später an und um 9.30 Uhr, wenn ihr auch dann direkt als Nicht-Hotelgast rein dürft, könnt ihr auch direkt in die Attraktionen reingehen. Die Wartezeiten sind dann ein bisschen länger als vielleicht jetzt morgens in der Extra Magic aus, aber immer noch sehr human, wenn ihr direkt dann zu den Hotspot-Attraktionen geht, wie Peter Pan oder Big Thunder Mountain oder Hyperspace Mountain. Also Big Thunder Mountain und Peter Pan empfehle ich euch auf jeden Fall direkt morgens zu machen, weil im Laufe des Tages gibt es dann immer mehrere Wartezeiten. Aber dazu kommen wir auch noch später, wenn wir zum Thema Zeitmanagement kommen. Ja, die nächste Kategorie ist Prioritäten setzen. Ja, setzt euch Prioritäten, ich habe es ja gerade schon gesagt, Attraktionen, die ihr vielleicht unbedingt fahren wollt, die auch auf eurer Top-Liste sitzen oder stehen. Macht das zuerst, wenn ihr im Disneyland Park anfangt, wie gesagt, Hyperspace Mountain, Big Thunder Mountain, Peter Pan. Wenn ihr in den Walt Disney Studios anfangt, relativ früh, dann macht zuerst Crush Coaster, Ratatouille oder Spider-Man Web Adventure. Das sind die drei Attraktionen, die auch sehr beliebt sind in den Walt Disney Studios. Also macht euch eine Prioritätenliste. Was möchtet ihr vielleicht machen? Welche Shows möchtet ihr sehen? Welche Charaktere eventuell ihr treffen wollt? Wenn ihr, sagen wir, unbedingt Mickey Mouse treffen wollt, ja, dann würde ich euch empfehlen, auch direkt nach Parkeröffnung hinzugehen. Oder wenn ihr in Extra Magic Hours seid, vielleicht direkt schon um so 9:30, 10 Uhr sich schon bei Meet Mickey anzustellen, weil die Wartezeiten dort werden auch im Laufe des Tages sehr, sehr hoch. Ja, also macht euch eine Prioritätenliste. Und wenn ihr das Geld habt und das Geld ausgeben möchtet, dann nutzt die Fastpässe sozusagen, die Premier Access Lines. Ihr könnt über die App euch zu vielen Attraktionen, nicht zu allen, zu vielen Attraktionen einen Fastpass kaufen. Und dort kommt ihr dann schneller durch die Attraktionen. Also wenn ihr sagt, ihr seid nur einen Tag dort und ihr möchtet alles so effizient nutzen und alles mitnehmen, was geht, dann würde ich euch den Ultimate Premium Access, was mit Ultimate, gibt es auch in der App, empfehlen. Der ist sehr, sehr teuer. Also ich glaube, der fängt ab,
ich weiß nicht mehr, ab. Also es ist, ich glaube, also an Peakzeiten kostet er 169 Euro pro Person, pro Tag. Und dann dürft ihr die ganzen Premier Access Attraktionen einmal fahren. Genau. Also wenn ihr das, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wo ich in Hongkong war, haben wir das ja auch gemacht. Wir haben auch einen Fastpass gehabt. Wir hatten auch reservierte Bereiche fürs Feuerwerk gebucht, weil wir halt nur einen Tag hatten und wir das meiste aus dem Tag rausholen wollten. Deswegen kann ich es verstehen, wenn ihr sagt, ihr möchtet, egal, Geld ist egal, ihr möchtet einfach alles erleben, dann kauft euch den Ultimate Fastpass. Und wenn ihr sagt, euch sind vielleicht die Wartezeiten bei Crush Coaster zu lang und ihr möchtet die Zeit nicht verschwenden, 90 Minuten in der Warteschlange zu stehen, dann kauft euch nur einen Premier Access für gewisse Attraktionen, die ihr unbedingt mitnehmen möchtet. Und so könnt ihr dann auch viel aus eurem Tag rausholen. Kommen wir zum Thema Zeitmanagement. Ja, Zeitmanagement, auch ein ganz wichtiges Thema. Fangen wir an mit dem Essen. Plant euer Essen am besten antizyklisch. Die meisten gehen so gegen 12, so zwischen 12 und 1 Uhr, vielleicht 12.30 Uhr, 1.30 Uhr bis 14 Uhr vielleicht essen. Und dort kann es wirklich zu sehr langen Wartezeiten kommen in der Zeit. Wenn ihr wirklich frühe Mittagessen-Esser seid, dann empfehle ich euch vielleicht gegen 11.30 Uhr essen zu gehen, wenn die Restaurants direkt aufmachen, weil dann ist noch wenig los. Das haben wir auch schon mal gemacht, wenn wir zum Beispiel nicht gefrühstückt haben. Dann sind wir direkt dort zum Mittagessen gegangen. Oder ihr macht das dann nach 14 oder 15 Uhr, wenn die Restaurants noch geöffnet haben. Und da auch wieder die App schaut nach den Öffnungszeiten der Restaurants. Und genau, plant das antizyklisch, weil dann habt ihr weniger Wartezeiten in den Restaurants und kommt schneller dran und dann verschwendet nicht so viel Zeit in den Warteschlangen, um auf euer Essen zu warten. Was ich auch noch empfehlen kann bei Essen, es gibt Mobile Order. Nutzt Mobile Order. In vielen Schnellimbiss-Restaurants gibt es Mobile Order. Und ihr seht das auch in der App. Wieder mal die App. Es kommt immer alles auf die App. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, wie Mobile Order funktioniert. Schaut da auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ihr braucht einfach eine Kreditkarte, ihr braucht das Handy mit der App und dann könnt ihr in verschiedenen Quick-Service-Restaurants, Casa de Coco, Hyperion und Casey's Corner, ich weiß jetzt nicht, also da sind alle auf jeden Fall aufgeschrieben, wo Mobile Order funktioniert. Dann bestellt ihr das online, dann könnt ihr sogar eine Zeit auswählen und dann geht ihr an der Schlange vorbei und könnt es, also wenn ihr sagt, ich möchte trotzdem um 12 oder 1 Uhr essen, dann ist auf jeden Fall Mobile Order euer Ding und dann könnt ihr einfach an der Schlange vorbei. Es gibt eine extra Mobile Order Abholstelle und dann holt ihr es einfach ab und habt euer Essen dann auch direkt. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach so, wenn ihr wirklich nur einen Tag da seid oder so viel rausholen wie ihr möchtet, empfehle ich euch nicht jetzt im Buffet-Restaurant oder in einem Table-Service-Restaurant zu essen, weil das natürlich auch länger Zeit dauert. Ihr sitzt da, ihr geht zum Buffet, es dauert schon mal 1 bis 2 Stunden, je nachdem, auch wenn ihr ins Mall seid zum Beispiel und Table-Service-Restaurant mit 3 Gängen habt, das dauert halt. Da vergeht auch halt ein bisschen Zeit flöten. Dann, wenn ihr Shows schauen möchtet, habt die Zeiten im Blick. Da auch wieder in der App seht ihr die ganzen Showzeiten, zum Beispiel Disney Stars und Parade läuft nur einmal am Tag. Wenn ihr sagt, boah, Disney Stars und Parade möchte ich unbedingt sehen, dann habt die Zeiten im Blick. Macht euch vielleicht ein paar Notizen, wann was läuft vorher. Das könnt ihr auch in der App einsehen, wann welche Showzeiten sind. Schreibt es euch auf. Und wenn die Show um 11.30 Uhr beginnt, wie jetzt Disney Stars und Parade, müsst ihr natürlich auch einkalkulieren die Wartezeiten. Also wenn ihr für die Parade zum Beispiel wartet, müsst ihr auch schon, ja, so eine halbe Stunde vorher euch schon positionieren, um in der ersten Reihe stehen zu können. Selbe auch für Million Splashes of Color aktuell. Auch bei den Showzeiten empfehle ich euch immer so eine Dreiviertelstunde bis halbe Stunde vorher an den Showtheatern zu sein, um dann auch noch einen Platz zu bekommen. Weil im Sommer jetzt zum Beispiel auch, im Sommerferien ist natürlich sehr viel los. Shows sind auch immer super, um auch mal runterzukommen, drinnen zu sitzen im abgekühlten Bereich. Sind natürlich auch sehr beliebt, weil die Shows auch echt gut sind. Also ja, Showzeiten im Blick behalten. Und da kommen wir jetzt zum Tipp, den ich eben schon angerissen habe. Nutzt die ruhigeren Zeiten. Also geht antizyklisch essen. Und wenn ihr sagt, ihr seid mehrere Tage da und zum Beispiel am ersten Tag möchtet ihr nicht Disney Stars und Parade sehen. Viele Leute gucken Disney Stars und Parade
Und während der Parade können die Wartezeiten auch ein bisschen sinken, aber auch während je später der Abend wird. Also der Park hat ja im Sommer bis 23 Uhr geöffnet. Viele Familien bleiben nicht so lange, weil es halt wirklich ein langer Tag ist, wenn man morgens um 8.30 Uhr im Park ist, bis 11 Uhr abends, es schlaucht, ohne Pause. Und deswegen gegen Abend werden die Wartezeiten auch etwas weniger, vor allem im Fantasyland. Aber beachtet da, das Fantasyland schließt meines Wissens 1,5 bis 2 Stunden vor dem Feuerwerk und vor der Drohnenshow, weil die den Bereich natürlich fürs Feuerwerk und die Drohnenshow vorbereiten müssen. Da dürfen auch keine Besucher dann hin. Also das müsstet ihr auch im Blick behalten, dass das Fantasyland 1 bis 2 Stunden vor dem Feuerwerk schließt und dort dann nicht mehr gefahren werden kann. Aber Big Thunder Mountain hat bis zum Schluss geöffnet. Alle anderen Attraktionen haben bis zum Schluss geöffnet und die könnt ihr dann auch nutzen. Und Big Thunder Mountain auch abends, während das Feuerwerk läuft vielleicht, wenn ihr Glück habt, ist auch auf jeden Fall richtig schön. Ja, also da ruhigere Zeiten nutzen während des Feuerwerks oder gegen Abend, wird es dann auf jeden Fall auch ein bisschen ruhiger in beiden Parks. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, um euren Tag im Disneyland Paris so effizient wie möglich zu gestalten. Und zwar seid flexibel. Habt einen Plan B. Es kann immer sein, dass irgendwelche Attraktionen gerade down sind. Es kann sein, dass es anfängt zu regnen. Dann könnt ihr, vielleicht wollt ihr im Regen nicht Big Thunder Mountain fahren. Oder die Parade wird gerade abgesagt, weil es zu sehr regnet oder stürmt. Oder halt auch die Drohnenshow. Das ist leider Fakt, die Drohnenshow ist sehr wetteranfällig. Das heißt, wenn ihr Pech habt und ihr seid dort nur einen Tag oder auch mehrere Tage, habe ich auch schon erlebt, haben viele 3 Tage hintereinander nicht die Drohnenshow sehen können, weil das Wetter halt nicht mitgespielt hat. Also habt immer einen Plan B, seid nicht enttäuscht, wenn das vielleicht nicht machen können, wenn ihr da seid oder auch Attraktionen geschlossen haben. Der Park hat 365 Tage im Jahr geöffnet, das heißt, irgendwann müssen Attraktionen auch gewartet werden. Und leider vielleicht trifft es gerade euch und der Park hat während eures Besuchs geschlossen. Wann welche Attraktion geschlossen hat, findet auch in der App, aber das sage ich auch immer in meinen News-Videos und auch jetzt mittlerweile immer am Anfang des Monats auf Instagram in einem Reel, welche Attraktionen in dem Monat dann geschlossen haben und in welchen Zeiträumen. Genau. Und ja, während des Regens natürlich die Indoor-Attraktionen vor allem nutzen. Habt immer was dabei, um euch für den Regen zu wappnen. Also ein Regenschirm, Poncho. Aber Regen ist natürlich immer doof, wenn man in einem Freizeitpark ist. Ich kenne das und kann das total nachvollziehen. Aber ja, habt immer was dabei gegen den Regen, wenn ihr die Wettervorhersage schaut. Und ich habe immer einen kleinen Regenschirm dabei, weil man weiß, es kann immer irgendwie ein Regenschauer um die Ecke kommen. Und dann macht trotzdem Pausen. Ich weiß, ich sag, seid effizient, schaut das, macht euch einen Plan und so, aber denkt auch an Pausen. Setzt euch mal auf eine Bank, vor dem Schloss, trinkt mal was, trinken auch ganz wichtig, vor allem im Sommer. Trinken nicht vergessen, das mache ich auch selbst leider. Ich vergesse immer das Trinken, wenn ich unterwegs bin. Und dann am Ende des Tages hat man Kopfschmerzen, wenn dann auch die Sonne geschienen hat und so. Und dann ist man total dehydriert. Also denkt immer dran, genug zu trinken. Und da kann ich euch wieder, unbezahlte Werbung, die Filterflasche von Philips empfehlen. Die habe ich ja jetzt auch schon seit Jahren und ich weiß, viele von euch haben die Filterflasche auch und sind mega begeistert, weil es gibt Wasserbrunnen im Disneyland Paris, aber das Wasser ist für mich und auch viele andere sehr Geschmack Chlor halt. Also ist halt Chlor drin und ich rieche und schmecke das und das kann ich dann nicht trinken. Diese Flasche von Philips filtert diesen Geschmack, dieses Chlor raus. Und dann hat man immer genug Wasser dabei, wenn man nicht vergisst zu trinken und spart dann noch einiges, weil so eine Wasserflasche im Park kostet dann auch schon mal locker 3,50 oder 4 Euro. Ja, genau, also Pausen einlegen, auch eine Show ist eine gute Pause und man kann ein bisschen entspannen und schaut auch was Schönes, also denkt auch dann Pausen einzulegen. Kommen wir zum nächsten Thema, beide Parks effizient nutzen. Ja, also wenn ihr beide Parks nutzen möchtet, habe ich ja schon gesagt, braucht ihr ein Hopper-Ticket. Habt ihr eine Pauschale gebucht mit einem Disney-Hotel, ist das automatisch enthalten. Das heißt, ihr dürft beide Parks so oft, wie ihr wollt, des Tages besuchen, Parkhoppen. Und wenn ihr sagt, ihr seid nur einen Tag da, und die Frage bekomme ich auch wirklich sehr, sehr oft. Ich bin nur einen Tag da, welchen Park soll ich besuchen? Soll ich ein Hopper-Ticket kaufen oder nicht? Wenn ihr nur einen Tag da seid, würde ich euch tatsächlich empfehlen, nur den Disneyland-Park zu besuchen. Lasst die Walt Disney Studios aus, aktuell ist es eh nicht so sehenswert. Und ihr schafft tatsächlich auch, also wenn ihr
euch dran haltet und so, könntet ihr vielleicht beide Parks schaffen, wenn die Parks bis 23 Uhr, also der Disneyland Park bis 23 Uhr geöffnet hat. Die Studios haben meistens also bis 9 oder 10 geöffnet. Könntet ihr es schaffen, aber es ist sehr, sehr stressig. Deswegen sage ich, wenn ihr einen Tag da seid, konzentriert euch auf den Disneyland Park. Dort gibt es auch genug zu sehen, Attraktionen, Shows, alles einzusaugen, die ganze Magie. Ihr müsst ja bestimmt auch durch die Shops schlendern. Deswegen sage ich ja immer, also empfehle ich euch immer nur einen Park zu besuchen und dann halt den Disneyland Park. Wenn ihr mehrere Tage da seid, kann ich euch schon ein Hopper-Ticket empfehlen. Da nehmt ihr auch die Walt Disney Studios mit. Ich habe das schon erwähnt, der Wechsel zwischen den Parks dauert so zu Fuß ungefähr. Also wenn ihr das Gate verlässt im Disneyland Park und zum Walt Disney Studios geht, sind es so 5 bis 7 Minuten, kommt darauf an, wie schnell ihr lauft. Und was ich da empfehle, wann ihr vielleicht in die Walt Disney Studios geht, vielleicht so am Nachmittag gegen Abend. Gegen Abend vor allem sind die Walt Disney Studios extrem leer. Da könnt ihr aktuell mit der aktuellen Situation, mit der Baustelle, dazu gibt es ja auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr sehen wollt, wie es aktuell dort aussieht, könnt ihr gegen Nachmittag und Abend tatsächlich fast alles in 2, vielleicht 3 Stunden schaffen. Wenn ihr die Shows noch mitnehmt, vielleicht ein bisschen mehr, dann müsst ihr aber auch früher hin, weil die Shows sind meistens ein bisschen früher. Aber zum Beispiel die Alice-Show, glaube ich, läuft zum letzten Mal um 19 Uhr. Also es gibt ja aktuell sehr, sehr viele Shows in den Walt Disney Studios. Aber wenn ihr, sagen wir mal, nur die Attraktion abklappern wollt, schafft ihr das an einem Abend in vielleicht 2 Stunden, würde ich sagen, mit dem Hin- und Herlaufen und so. 1, 2 Stunden habt ihr dann alle Attraktionen in den Walt Disney Studios aktuell geschafft. Das ist der aktuelle Stand. So könnt ihr halt die beiden Parks gut nutzen. Es gibt auch aktuell keine Abendshow in den Walt Disney Studios. Das soll sich aber, glaube ich, Ende des Jahres wieder ändern. Es gab ja mal Avengers Flight Force, das ist die Attraktion. Power the Night, die Drohnenshow, gab es ja mal. Wurde jetzt aktuell pausiert, aber es soll, glaube ich, gegen Ende des Jahres irgendwie was Neues, Marvel-mäßiges kommen. Aber müssen wir uns ein bisschen gedulden. Und dann wahrscheinlich nächstes Jahr, da gibt es ja noch kein Datum, wird ja aus Walt Disney Studios Disney Adventure World, das gibt es auch schon ein Video hier, wo wir jetzt beim April zu dem News, zu der Pressekonferenz da waren. Und dort im Zuge der Umbenennung öffnet auch World of Frozen. Und ich glaube, das wird der Moment sein, wo der Park nicht mehr nur der Underdog ist, der nicht gemochte Park, sondern dann wird wirklich Walt Disney Studios oder dann Disney Adventure World krass durch die Decke gehen, weil wenn Anna und Elsa dort einziehen, glaube ich, wird da richtig viel los sein. Und dann dann ist das ein ganz anderes Thema, weil auch von der Fläche, was wir gehört haben, verdoppelt sich der Park dann mit den ganzen neuen Bereichen. Dann kommt dann noch der dritte Themenbereich, wo wir wahrscheinlich im August hören werden, was es wird. Und dann wird es, glaube ich, schon schwierig, den Park in einem Tag komplett zu sehen. Und vielleicht kriegen wir dann auch eine neue Abendshow am See. Wer weiß. Es sind auf jeden Fall aufregende Zeiten, aber aktuell ist es so ein bisschen left behind. Ja, jetzt kommen wir noch zu ein paar zusätzlichen Tipps, die ich euch geben möchte. Und zwar, wenn ihr könnt, kauft eure Souvenirs am Ende. Wenn ihr dann zum Beispiel kurz vorm Nachhausegehen seid. Oder nutzt den Shopping-Service vom Hotel. Das heißt, ihr könnt eure Einkäufe bis 15 Uhr zu eurem Disney-Hotel schicken lassen. Und dann holt ihr es dort am Abend oder am nächsten Tag in dem Disney Hotel Shop ab. Super praktisch, haben wir auch mal benutzt. Das heißt, ihr müsst eure Einkäufe nicht mit rumschleppen und könnt euren Tag genießen mit freien Händen und habt dann trotzdem eure Souvenirs schon gekauft. Weil morgens, muss man leider sagen, oder bis mittags sind die Geschäfte so schön leer und da könnt ihr einfach in Ruhe durchschlendern. Aber ist natürlich wieder kontrovers zu den Sachen hier, Attraktionen nutzen morgens und so weiter und so fort. Aber ich gehe gerne morgens halt durch die Shops, weil da halt so schön leer ist und ich ja nicht direkt zu den Attraktionen laufen muss. Genau, also entweder kauft ihr eure Souvenirs am Ende, schickt es zum Hotel oder es gibt noch 2 andere Möglichkeiten. Und zwar entweder lasst ihr die Sachen im Shop und könnt die abends dann abholen. Das habe ich auch schon letztens genutzt. Da sagt ihr einfach, I pick it up later today. Und da bekommt ihr auch einen Abholzettel und dann könnt ihr die Sachen in demselben Shop abends dann abholen. Vielleicht vorm Feuerwerk, kurz vorm Feuerwerk oder wenn ihr rausgeht am Abend, könnt ihr die Sachen dann im Geschäft abholen. Oder die letzte Möglichkeit ist, ich schicke das ins Village. Und dort könnt ihr es dann auch, glaube ich, ab 20 Uhr im Disney Village abholen. Ich glaube, der Betrag wurde jetzt von 50 Euro auf 30 Euro runtergesetzt oder 25 Euro. Es gibt auf jeden Fall einen Mindestbetrag, den ihr ausgeben müsst, um den Service nutzen zu dürfen, auch als Hotelgast, glaube ich. Das
Gute ist, ich glaube, als Hotelgast bekommt man die Tüte gratis. Also so eine, diese wiederverwertbaren Tüten bekommt man die als Hotelgast gratis. Wenn ihr es ins Disney Village schicken lasst oder in dem Shop lasst, müsst ihr eine Tüte kaufen. Genau. Und im Disney Village holt ihr es dann im Disney Store ab. Ab 20 Uhr könnt ihr dann eure Sachen dort abholen. Ja, also nochmal so einen zusätzlichen Tipp, um wenn ihr eure Merchandise nicht den ganzen Tag mit rumschleppen könnt, wenn ihr euer Merchandise nicht den ganzen Tag mit rumschleppen wollt, ist das eine Möglichkeit für euch. Noch ein Tipp, habe ich auch schon erwähnt, checkt die Wettervorhersage. Schaut ein paar Tage vorher, wie das Wetter werden soll. Soll es regnen? Wird es heiß? Wird die Sonne scheinen? Holt euch eine Kopfbedeckung mit, achtet auf Sonnenschutz, nehmt genug zu trinken mit, Filterflasche und so weiter. Wenn es regnet, nehmt euch vielleicht ein zweites Paar Schuhe mit, wetterfeste Schuhe, ein Regenponcho, eine Jacke oder ein Regenschirm. Also achtet da wirklich auf die Wettervorhersage und seid vorbereitet, wenn das Wetter schlecht oder gut wird oder zu heiß, dann auf jeden Fall die richtigen Sachen mit einzupacken. Ja, das waren meine Tipps, aber ich möchte auch jetzt gerne mal eure Tipps hören. Habt ihr vielleicht noch mehr Tipps, um den Aufenthalt in Disneyland Paris effizient zu gestalten? Dann immer her damit, unten in die Kommentare. Und ja, das waren meine Tipps, um euren Tag, eure Tage im Disneyland Paris effizient zu gestalten. Ich hoffe, die Tipps haben euch weitergeholfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!